Zur Pressekonferenz nach diesem Cup-Spiel. Ich darf immer bitten, beide Trainer erst kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen bitte. Wir wollen immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, Damir Kanati diesmal. Bitte, Damir. Ja, für mich denke, war das ein sehr, sehr gutes Spiel heute, ein tolles Cup-Spiel, wo beide Mannschaften sehr viel investiert haben, alles gegeben haben. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften dieses Spiel gewinnen wollen um jeden Preis. Ja, leider haben wir erste Halbzeit, hätten wir, denke ich, noch einmal in Führung gehen können, wo Patrick Salomon und Hofbauer die Chancen gehabt haben, den letzten Ball nicht klar zurückspielen und den Ball vielleicht auch dann finalisieren können. Und kurz nach der Halbzeit hätten wir die Chance gehabt, mit einem regulären Treffer von Mahop in Führung zu gehen. Aber diese Kleinigkeiten fehlen uns momentan. Diese Entscheidungen tun natürlich weh. Jeder Mannschaft, wenn man hier 2-1 in Führung geht, auswärts, dann wird es natürlich schwieriger für den Gegner. Aber ja, trotzdem ein großes Kompliment nach dem Red Bull-Spiel vor 4 Tagen, dass wir heute so eine Leistung abgerufen haben, alles investiert haben. Und ja, wünsche ich alles Gute auf dem weiteren Weg ins Cup-Finale. Danke. Ja. Dankeschön, Damir. Thorsten, bitte. Ja, ich habe auch ein sehr gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Alltag war hervorragend eingestellt auf uns und es war schwierig, irgendwo den Gegner zu bespielen. Und ich freue mich auch, wenn der Gegner dann kommt und auch offensiv spielt, sodass wir, dass die Zuschauer auch ein schönes Spiel sehen. Und ich glaube, es waren Torraumszenen auf beiden Seiten, hüben wie drüben. Und die Zuschauer können, glaube ich, zufrieden nach Hause gehen. Am Ende ein bisschen mehr glücklich für uns, weil auch der Gegner hätte 2-1 in Führung gehen können. Trotzdem, finde ich, hat meine Mannschaft auch sehr gut gespielt, nach vorne, wie der Gegner auch. Und deswegen bin ich natürlich auch zufrieden, dass wir eine Runde weiter sind gegen diese starke Mannschaft und dass diejenigen, die jetzt angefangen haben, gezeigt haben, dass sie da sind, wenn man sie braucht. Möchte jetzt nicht die einzelnen Spieler rausnehmen, weil ich glaube, wir haben 9 Spieler gewechselt, also schon viel. Also wenn es ein Risiko war, dann meins. Nicht, weil ich kriege dann hinterher auf die Ohren, wenn es nicht klappt. Aber ich habe meinen Spielern vertraut, deswegen war es für mich eigentlich kein Risiko. Und hat ein bisschen auch gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind, gerade mit dem 0-1 natürlich psychologisch sehr, sehr schwierig für diejenigen, die jetzt das erste Mal so zusammenspielen. Und von daher bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft und auch das, was natürlich der Gegner abgeliefert hat. Was kann ich heute sagen, weil ich bin ja weitergekommen. Danke. Dankeschön, meine Herren. Fragen bitte noch. Das ist natürlich auch alles gut, ist klar. Ja, danke. Was macht man da als Trainer jetzt? Jetzt haben wir eine erfolgreiche Mannschaft, die gut gespielt haben, gekämpft haben, alles. Jetzt muss man sie alle wieder enttäuschen, wahrscheinlich bei den nächsten Spielen. Oh, ich sehe das jetzt erstmal. Ja. Wie geht man damit um? Oder mit den Spielern, die jetzt wissen, die das ist, das Profi so? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt mal die A-Mannschaft nicht wechseln, die letzte Woche gespielt hat, also am Wochenende. Und sicherlich, wenn der ein oder andere Probleme hat und er ist nicht hundertprozentig, dann vielleicht schon, aber. Wie geht man damit um? Die Jungs sind Profis, also die sind keine Amateure. Die müssen damit umgehen und müssen warten, bis sie ihre Chance kriegen, bis sich vielleicht der ein oder andere Spieler oder bis er mal einen Formtief hat oder bis ich mir was andere Überlegungen mache, weil wir gerade das nicht mehr funktioniert, wir das System leicht umstellen müssen. Vielleicht passt der ein oder andere besser auf einmal rein. Vielleicht spielen wir auf einmal mit 2 Stürmern. Das kann ja alles sein. Jeder kann sich selber aufdrängen. Heute haben sich die Spieler aufgedrängt. Aber fürs Wochenende gibt es jetzt nicht einen Grund, großartig was zu wechseln. Ich habe ja gewechselt, damit wir am Wochenende mit voller Kraft da reingehen können. Wir haben auch am Wochenende ein Spiel gehabt. Wir haben heute ein schweres Cup-Spiel gehabt und am Wochenende müssen wir laufen wie die Hasen gegen Red Bull, weil das ist eine Mannschaft, die wird uns auch bespielen und trotzdem haben sie natürlich auch Probleme dann, sie bekommen ja auch immer auch Tore und wenn wir das schaffen, dass wir so gut stehen wie Alltag gegen Red Bull, haben wir auch eine Chance. Damit du den besten Vergleich Salzburg aus, am Wochenende ist es direkt getroffen. Ja, das will ich nicht vergleichen. Ich glaube, da wird der Trainer seine Überlegungen machen. Sind beide natürlich grundverschieden von der Art und Weise, wie sie spielen. Aber jeder kennt ja Red Bull, dass sie eine tolle Mannschaft haben und dass sie auch individuelle Klasse haben. Aber das mag ich nicht. Ich glaube, Austria Wien steht zu Recht oben, es hat dann keiner geschenkt und wird sicherlich ein heißes Spiel. Christian. Ich gehe davon aus, dass du ein paar Szenen schon gesehen hast im Fernsehen. Wie dick ist dein Hals jetzt nach dem regulären Tor? Ja, natürlich ist es nicht angenehm, wenn du jetzt in den letzten 5, 6 Spielen wirklich fünf Situationen, die dann spielentscheidend sind, immer wieder. Aber
wie gesagt, wir müssen nur weiterhin arbeiten und weiter dranbleiben, so mit dieser Art und Weise, wie wir uns jetzt auch entwickeln. Und dann wird das Glück einmal auf unsere Seite fallen, dann wird einmal eine Situation auf unserer Seite, sage jetzt einmal, auch ein Tor erzielen. Es ist ja gleich diskutiert worden, dieses Hand von letzten Mal gegen Red Bull. Ich möchte nur wissen, wo es sich hinschrauben sollte für diese zwei Hände in der Situation, wo einer rauscht. Ja, da können Sie diskutieren mit den Szenen. Das gebe ich immer wieder preis, aber ich würde das jetzt auch nicht jede Woche wieder betonen. Ich habe mein Statement dazu abgegeben und ich glaube, das muss dann auch reichen, wie ich zu der Causa stehe. Aber wie gesagt, ist abgehakt, 90 Minuten, Admira, genauso wie der Gegner, wird sich gut vorbereiten und das werden wir auch tun. Da geht es um Punkte wieder für uns, um wichtige Punkte vor allem. Weitere Fragen? Gut, wenn nicht, dann danke. Nächste Pressekonferenz von uns am Freitag um 12 Uhr, bitte.